Hallo und herzlich willkommen zurück bei Raab. Na, Erik? Tobi? Ja, Tobi? Was denn, Tobi? Was hast du das Spiel laufen gelassen, während du irgendwie 12 Stunden Stream gemacht hast, oder was? Oh, warte. Kannst du den Heilnamen lesen? Dr. Best. Ja, es funktioniert. Es funktioniert, ja. Juhu. Alter. Ja, ich hab doch mit Mods rumexperimentiert, ne? Und ich merke das schon. Ja, und dann habe ich auch so andere Sachen ausprobiert, einfach mal so zwischendurch. Die musste ich alle wieder abbauen, weil mir ist Folgendes passiert. So, ich habe ein paar Sachen gebaut, neue Kisten mal ausprobiert, lalala. Die habe ich alle weggeschmissen. Und dann kam Tati rein und die hatte ich noch nicht gesehen. Und habe ich Hallo gesagt, mal zusammen ins Wohnzimmer, ne? Haben dann auch was gegessen, was geguckt, bla bla bla. Und dann kam ich wieder. Mein Charakter einfach tot. Und das Floß ist einfach um nirgendwo. Und der Hai hat irgendwie so schön zig Sachen rausgebissen. Und alle Dinger hier sind voll mit Trash einfach. Aber übelst, das ist ja alles voll. 8 Milliarden Kisten, WTF. Ja. Und dann musste ich in meiner Not, musste ich meinen Charakter über die Save-Files irgendwie wiederbeleben mit dem Editor. Und musste dann erstmal alles wieder umbauen auf dem Floß, damit es wieder so aussieht wie am Ende von der letzten Folge. Und. Ja. Ja, na Tobi, wie ist es? Nice, Erik. Ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Wir hätten eigentlich aber bei irgendeiner Insel sein müssen. Gott sei Dank ist das im Müllstrom weitergefahren, ne? Und ist nicht irgendwo vom Kurs abgekommen. Nee, ich habe das wieder im Müllstrom gebracht, Tobi. Wir waren. Okay, alles klar. Ja. Das Floß war irgendwo. Wir haben aber sehr viele Fässer, wie ich sehe. Das ist übel. Wir haben sehr viel Stuff. Okay, aber bei 10 Gegenständen ist scheinbar Schluss, ne? Bei 10 Gegenständen ist zu Ende. Genau. Ist mir auch aufgefallen. Und dann habe ich überlegt, man müsste vielleicht einen Zweierreiher machen. Alles klar. Meinst du, das lohnt? Wir sammeln das doch eh mal gleich ein, oder? Ich weiß es halt nicht, ne? Warte mal, die alte Vogelscheuche schmeißen wir weg. Ne, die brauchen wir eh nicht. Ach, die ist schon weg. Haben wir jetzt andere Kisten eigentlich? Oder haben wir immer noch diese Pissdinger hier? Das sind immer noch die Pissdinger, aber wir können die großen schon machen. Und deswegen, Und ich habe so ein bisschen rumexperimentiert mit so ein paar Sachen und muss ich alles wieder abbauen. Ja, gut. Wir haben ein bisschen Stuff auf jeden Fall. Und oben der Schuh, da fehlt die Kartoffel wieder drin. Oder war eine Möwe dran? Das stimmt. Ja, soll sie sich mal gönnen. So. Ja, apropos Möwe. Mist. So. Dr. Best schwimmt hier noch rum. Wollten wir irgendwas Bestimmtes machen? Nee, ne? Hatten wir irgendwas auf der Liste? Du wolltest, glaube ich, ja weiterbauen, ne? Glaube ich. Die zwei Kisten habe ich ja sogar noch. Nice. Ja, ich weiß wieder, was ich probiert hatte. Ja. Stimmt ja. Die Frage ist nur, wo fange ich denn am besten damit an, Tobias? Das weiß ich nicht. Warte, ich mach mal eben mit Süßwasser füllen und dann, hier. Erstmal kurz ein bisschen. Aber das leckt ein bisschen irgendwie, oder? Ist das nur bei mir gerade? Ja. Warte, vielleicht, weil ich gerade hochlade nebenbei und hatte gestreamt. Warte, ist jetzt besser gleich? Okay, das check mal. Könnte sein, ich weiß nicht. Oh, da ist schon eine Kiste. Stopp. So. Jetzt ist gut. Hä, wo kommt das Salzwasser her? Jetzt ist gut, okay, dann war ich das, der geleckt hat. Ey, sag mal. Was denn? Dr. Best, was soll das? Arschloch. Gestatten, mein Name ist Dr. Best. Er hat gerade ein Stück von deinem Schiff rausgebissen. Das darf doch wohl nicht wahr sein, Herr Best. Da hat man auch seine Not. Hätte sie noch Dr. Pest nennen können. Ja, Mist, okay. Warte, dann muss ich erstmal wieder ein bisschen reinkommen. Das hier? Nee. Das hier, ne? So. Alter, was ist denn hier los? Soll ich mal ein paar Seile aus den Palmblättern machen? Wir brauchen die niemals alle, oder? Wir haben 400 Stück. Tobi, ich weiß nicht. Ich mach mal ein paar Seile. Da kommen zwei Kisten. Zwei Kisten, Tobi. Wo? Ich habe vorne schon ein bisschen freigeräumt. Ah, super. Ja, wir brauchen auf jeden Fall die neuen Truhen brauchen wir auf jeden Fall. Die
die bringen's nochmal. Was sollen wir sonst tun, ne? Oh Mann. Das Erik, du warst so euphorisch, ne? Das habe ich ja vermisst. So, dann lass mal irgendwie einen Lagerraum machen, ne? Hier Planke platzieren, gerne, so. Achso, ich war noch am Einschmelzen hier irgendwas, ne? Kupfer oder so? Kupferbarren? Boah, je mehr Kisten wir haben, desto schlimmer wird es, die umzuräumen nachher. Yep. Drei Kupfer habe ich noch auf Tash, das heißt, die müsste ich mal vorher einsammeln, also einschmelzen. Blub. Und ich würde... Was war denn das? Ich habe noch ein paar Seile gemacht. Achso. Und ich würde gerne irgendwie hier umbauen. Der Schmelzofen muss weg, glaube ich. Oder? Kann man den abbauen? Oder muss der weg? Ja, kann man alles abbauen. Okay. Ich weiß noch nicht, muss der weg? Ich bin unsicher. Ich teste mal was. Hier müsste theoretisch eine Tür hin. Aber... Nee, warte, Tobias. Tobias, warte doch mal bitte jetzt. Auf jeden Fall, ich warte. Achso, warte. Blödes Vieh. Ja. So, warte. Ich mach mal Folgendes, pass auf. Ich habe nämlich einen Plan. Was? Ich habe einen Plan. Ne. So was gibt's hier nicht. Ich habe einen Plan, Tobias. Hm? Wieso geht das denn? Hä? Wieso geht das denn nicht? Ach, jetzt geht. Hä? Cool. Oh, warte mal, ich muss was essen. Warte. Oh. Warte. Was denn? Ich glaube, ich muss niesen. Gesundheit. Nee, klappt halt wieder nicht, weißt du? Es ist. Boah, wenn man das ankündigt, klappt's nie. Ich hasse das. Ist aber immer so, ne? Das ist ja, wirklich, wenn man das dann. Wirklich, ich glaube, das ist, wenn man sich dann drauf konzentriert. Das kann sein, das weiß ich nicht. Aber das Problem habe ich auch immer. Oh, ich muss gleich niesen. Und dann geht's aber nicht. Ja, aber die Nase fühlt sich dann, als hätte man auf die Fresse gekriegt, weißt du? So voll der dicke Zinken einfach. Mhm. Oder als hätte man schon geniest. Ja. So, hey, pass auf. Jetzt kommt der Trick. Mal gucken, ob das hier... Ich brauche Planken. Kaum zu glauben, ich brauche Planken. Hier sind welche, in der Kiste hier. Super, die nehme ich gleich alle raus. So. Geil, kann ich neue nachschieben. Geil, Tobias. Guck mal, so nämlich, ne? Können wir zwei Truhen machen. Also zwei, so regalmäßig. Oh ja, cool. Ne? Das war ja geil. Das war es nämlich, was ich eigentlich ausprobieren wollte. Und wenn ich dann jetzt das ist hier. Nice. Ne, wenn ich. Und Schilder kommen. Ja, da ist ja unser Schiff fast schon zu klein. Hm? Oh, warte mal, die ist falsch rum, glaube ich. Oh. Moment. Wie meinst du das, zu klein? Ja, wenn wir das rundrum machen bei dem ganzen Scheiß, den wir haben. So, guck mal, da kann man hier zum Beispiel jetzt Planken reinmachen einfach. Nur Planken. Und dann können wir einfach, cool, ne, so ein bisschen durchsortieren. Bup. Ja, sehr geil. Und theoretisch, ich weiß noch nicht genau, soll ich es so lassen oder soll ich das zur Unterteilung nochmal... Sag mal, ist das mehr Müll als sonst? Weiß ich nicht. Das kommt mir so viel vor. Ich sehe den gerade nicht. Sag mal. Kurios. Aha. Der ist doch eh schon fertig, bis er mal da... Ach, ich hasse das. Das ist so widerlich, ne? Oh, Holz. So, warte. Holz. Ah, was war das denn? Ich hab da Holz geholt. Bist du hinterher gesprungen? Ja, klar. Ach, Tobi. Erik Holz? Ach, Tobi. Holz, Erik. Ach, guck mal, so, ne? Guck mal, so nämlich. Oh ja, cool. So. Dann ist es ja noch ein bisschen geordneter. Nice. Okay, da unten geht's gerade nicht. Soll ich die mal leerräumen versuchen und wegpacken da hinten die Kisten? Ja, ich glaube, ich muss auch noch vorne ein paar basteln, ne? Ja. So. Ich pack mal den Stuff hier hin. Schilder müsste ich basteln gleich noch. Dass wir wissen, wo was reinkommt.
Und die untere Kiste steht nicht mittig. Das geht nicht. Ich hab immer noch Hunger. Scheiße. So. Wie baut man die ab? Ach, mit X. Okay. Genau, genau, genau. Nein. Ich glaube, ich würde mit Planken anfangen, aber Planken haben wir irgendwie am wenigsten gerade, wa? Weiß ich nicht. Wenn du das alles hier leer räumst, glaube ich, das knallt. Plankentechnisch geht so. Der Knall. Okay. Kisten. Dann lass mal kurz gucken. Geil. Wieso sammle ich diese Kiste jetzt ein? Es ist total sinnlos. Ich will es aber tun. Ich kann ihn nicht vorbeischwimmen lassen. Verstehe ich absolut, Tobi. Ich hoffe, die ist mittig. Ich sehe es gerade nicht. Sag mal. Ah. So, da kann ich ja gerade eh nicht. Hier ganz rechts sind nochmal Planken drin in der Kiste. Hier vorne, wenn du brauchst. Na, ich habe hier einfach nur die Kiste sortiert. Guck mal, ich habe das jetzt so gemacht und dann sind da immer zwei Kisten. Das sind viele von den Dingern. Nice. Ja. Und dann immer zwei Kisten. Im zweiten Ding können wir das Plastik mal reinballern, weil ich glaube, davon haben wir zu viel. Ja, das ist ein Problem. So. Oh, der hat schon wieder Durst. Doch, Junge. Durst. Durst. Oh, Tobias, Dorsten. Durst. So, dann kann die auch schon mal weg. Ach du Scheiße. Wir haben wirklich ein bisschen zu viel Plastik. Hä? Nein. So, ach so mal, ich hab wieder Hunger. Ja. Ich kann ihn langsam nicht mehr ernst nehmen mit seinen Bedürfnissen. Ja, so viel halt auch, ne? Mhm. Haben wir aber auch nichts mehr zu essen gerade, ne? Ich pack mal ein paar Zwiebeln auf den Grill. Ja, aber die Kartoffeln wollte ich mir gleich noch chartern. Dann gönn ihr die mal, ja. Da. So, Kartoffi. Ab ins Mäulchen. Ich glaube, eine eigene Kiste für das Grünzeug können wir noch machen. Da war auch ein Haufen von. Ah ja, die Palmblätter, stimmt. Mach mal dritte Kiste. Ich habe schon Seile gemacht. Mach mal dritte Kiste, aber Palmblätter, wa? Also dritte Reihe. So. Blam. Federn, Steine, ach du Scheiße. Das wird natürlich alles überhaupt nicht reichen, ne? Nee. Glaube auch nicht. Ach du Scheiße. So, das kommt da noch rein. Dann hier auch nochmal Palmwedel. Heilige Kacke. Heilige Kacke. Da kannst du mal hingucken, ne? Heilige Kacke. So, Palmwedel. Dann in die letzte Truhe weiß ich gar nicht. Steine? Ich weiß nicht. Ja, ich glaube, Steine haben wir nicht so viele. So. Plupp. Das müsste hier nochmal zugemacht werden, ne? Ja. Okay. Ach du Scheiße. Ich mach mal ein bisschen leer hier, ne? Mhm. Ach du, boah. Ja, das ist sportlich. Sehr sportlich. Junge, Junge. Oh Junge, ach. Du bist so, Alter, ne? Jetzt hast du schon einen Namen und du bist immer noch eine Missgeburt. Kann man nur so abfacken, ey. Du wirst mal ein guter Vater. Ja. kennst du dieses Video, wo einer während Corona gemacht hat, so, it's a good time to spend some time with the kids, irgendwo draußen, so im Nirvana? Nee. Und du hörst im Hintergrund nur so, Daddy! Und er dann so, shut up! Auch guter Vater. Das ist sehr viel Stuff. Kann es sein, dass deine Sucht nach Loot ein bisschen ausgeartet ist, Erik? Wieso? Ach, du,
Nur so. Naja, das Floß ist halt rumgetrieben, ne? Da kann ich ja nichts für. Wie lange ungefähr war das? Ich war bestimmt, ein paar Stunden war ich weg. Und leider, und ich wollte die Welt wieder herstellen, ne? Die Welt vorher quasi. Mhm. Aber der hat, obwohl mein Charakter tot ist, hat er die ganze Zeit Autosaves gemacht, während ich tot war. Hä? Das heißt, das Floß, ich war tot und das Floß ist immer weitergetrieben und weitergetrieben, weitergetrieben. Autosave, Autosave. Lol. Bescheuert ist das denn? Ja, das war, ja. Deswegen, ich konnte auch nicht mehr herstellen leider, sonst hätte ich es gerne gemacht, aber naja, ging nicht. Ich hab's so gut hergestellt, wie ich konnte. Oh, wow, die Palmkiste ist schon voll, was? Nimm die da drunter einfach. Da ist noch keine. Achso, warte, ich mach gleich. Aber brauchen wir so viel? Soll ich aus dem Rest nicht lieber Seile einfach machen? Naja, brauchen, Tobi, ist natürlich, ne? Ja, gut, hast natürlich recht. Habe ist besser als brauchen, klar. Richtig. Tobias, richtig, ne? Tobi, jetzt überleg doch mal. Die machen mir Angst. So. Zwei Kisten machen wir noch, ne? Sehe ich richtig. Ach so, ich habe noch was installiert, so eine Mod. Mit der kannst du, wenn ich jetzt Seile... Ich glaube, das ist eine Mod, oder? Oder ging das vorher schon? Ich habe es aber nicht bemerkt. Ja, du meinst dieses, dass man einfach rauscraften kann aus genau, dem Menü? Genau, dass ich bei Seil, wenn ich ein Seil brauche, drücke ich einmal auf Plus und dann mache ich Seile. Ja, das ist die Mod gewesen. Die habe ich gerade runtergeladen. Da, ja. Ja, cool. Siehst du. Voll geil. Finde ich auch. Oh, wir haben eine ganze Kiste voll Planken fast, ne? Wollt's ja nochmal sagen. Naja, wir müssen das Schiff hier noch bauen, ne? Ja. Ja. So. Neue Palmblätter sind bereit zum Abladen. Neue Palmblattkiste. Hinten Steine rein. Kannst du mal mein Palmblatt sehen? Es ist sehr klein und flauschig, Tobi. Erik, wir sind jetzt schon lange unterwegs hier. Ich zeig dir jetzt mal mein Palmblatt. Das Vertrauen ist da, Tobi. Und die Verzweiflung. So, Süßwasser, einmal gießen. Hä? Ja. Komisch. Naja. So, Müll hat sich beruhigt auf jeden Fall. Das war super viel, oder? Das sah nur viel aus, weil die ganzen Kisten, die ganzen Fässer und so was. Ja, das kann sein. Jetzt sieht es nicht mehr so eindrucksvoll aus. So, Federn bräuchten wir auch noch irgendwas, ne? Und Fressen und sowas. Gut, Essen ist eh immer Mangelware, ne? Ja, irgendwie schon. Da soll man vielleicht als nächstes mal gucken, was wir machen. Nichts mehr essen. Das wäre eine tolle Idee. Er speicherte trotzdem weiter. Ja. So, zwei Palmblätter. Toll, hier Plastik. Jetzt haben wir zumindest ein bisschen mehr Platz. Oh, warte, mein Auge. Ja, das stimmt. Ah, mein Auge juckt. Ah. So. Okay, dann gehe ich mal. Das kommt da rein. Ach, hier haben wir doch eine Essenskiste noch. Links neben dem Ding. Ja, da habe ich mir gerade zwei Hai-Dinger rausgeholt, zwei Hai-Happen. Ja, stimmt ja, hab ich ja ganz vergessen. Haben wir ja gemacht. Ja. Lüll. So. Na, dann sammle ich mal ein paar Planken. So. Dann schnapp ich mir das Hämmerlein und mach mal das Floß heile, wa? Sag mal. Ja, der Hai sieht das genauso. Ich hasse Dr. Best. Ah, cool ist er nicht. Ne. Mit seiner komischen Tomate, wo er mal eine Zahnbürste reindrückt, denkt auch, ist was Besseres. Nur weil es Tomaten leisten kann. Ja, Dr. Best, ne? Besseres. Ja, er ist so. Bescheid. Steht halt schon im Namen. Nicht Dr. Medium oder Dr. Geht so. Doktor ein bisschen besser als du. So. Das Geile ist, ich habe auch eine Mod installiert, ne, habe ich ja gesagt. Oder habe ich? Mit der wir jetzt nicht nur die Sachen aus dem Inventar nutzen, sondern noch aus allen Kisten.
Ja, das ist geil. Das hab ich gerade schon gemerkt, als ich die Seile gemacht habe. Das ist mega gut. Das ist richtig geil. Ich kann jetzt das Schiff bauen, ohne ständig an die Kiste zu müssen. Voll geil. Ja. Erik, ich hau mal meinen Lachs auf den Grill. Oh, Alter! Tobi, dein Lachs ist der geilste. Was denn? Tobi, ich hab von dir nichts Kleineres erwartet. Dein Lachs ist der prächtigste. Was für ein Ding, ey. Hui! That's what she said. Der Gerät, ey. War das ein bisschen groß hier eigentlich? Nein, nein. Quatsch. Okay, gut. Erik, jetzt zier dich doch mal nicht. Das kenne ich von dir gar nicht. Naja, ich war verunsichert. Wir müssen das ja noch... Oh, hier ist noch eine Insel. Aber wir schwimmen erstmal vorbei, ne? Ja, ich glaube schon. Vor kurzem hatten wir noch Holzprobleme. So, Seile. Huch! Ah. Vorsicht, Möwe. Whee. Oh, es fliegt weiter. Oh. Süß. Hey, jetzt hängt er da hinten in der Ecke. Ich krieg den nicht. Kannst du den da hinten wegbimsen? Hä? Der hängt hier drunter und fliegt irgendwie noch, aber ist eigentlich tot. Hä? Ich sehe den gar nicht bei mir. Unter der Treppe. Ach, da! Oh! Bei lebendigem Leib, Tobi. Okay, okay. Ist der fertig? Oder da müssen Planken rein, glaube ich, ne? Oh ja. Mein Gott, was für ein fettes Vieh. Wie lange machen wir das Schiff denn? Ich weiß nicht, was du dir so gedacht hast. Ich hab keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich kenne mich mit Schiffen nicht aus. Ich weiß nicht, wie groß die so sind. Ich meine, Erik, wir sind jetzt beide in einem Alter, wo man halt auch Dinge kompensieren muss, ne? Dann ist es halt nicht der Mercedes SUV, den wir hier haben, sondern ein großes Schiff. Die Oligarchen-Kutsche. Ich möchte auf jeden Fall 5 Helikopter-Landeplätze haben, mindestens. Ah, ich sehe, du hast Herrn Welke geschaut. So, warte, ich mach das hier mal weg, weil das kann ich so nicht lassen. Das geht nicht. So. Dann. Hä, warum ist da ein Spiegel? Ah. Aha, aha. So. Ich würde gern die Sachen verstärken da unten. Kostet Metallbarren und Nägel. Ach du Scheiße. Tobi! Hm? Guck mal, ich verstärke Sachen. Was? Ganz schön teuer. Guck mal hier. Wenn er da wieder, wenn Dr. Best wieder die Ecken kauen will, da kaut er am liebsten drauf, glaube ich. Oh ja, geil. Ne? Beißt auf Metall, die dumme Sau. Wir brauchen geil. Viel mehr Metall, wie es aussieht. Ja. Mach ich noch Planken? Ah, ich habe keine Planken. Okay. So, dann flupp. Okay, die Planken sind ganz schön dezimiert. Das, ja, ja. Das ging jetzt doch schneller, als ich dachte. Hm? So. Was denn? Und noch einen Sperr gemacht. Uah. Zeig mir den Sperma. Hm? Was denn? Was denn? Nichts. Okay, gut. Ich lache nicht. Ich dachte, da war jetzt. Nee. Das wolltest du einfach mal stehen, Tobi, ne? Sag mal, ich hab schon wieder Durst. Das kann doch nicht sein. Hör doch auf, dauernd Durst zu haben jede Minute. Wie kann man den ganzen Tag so rumexistieren? Ja, das ist. Ja. Wie kann man denn alle 2 Minuten Bedürfnisse haben? Das könnte glatt ich sein, ich bin auch so. Aber du trinkst doch nicht alle 3 Minuten. Na, ja, ich habe alle 3 Minuten Hunger. Habe ich dich erwischt. Das dumme Stück. So. Saudo. Fertig. Ja, nochmal. Fertig. Oh Gott, 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 oh Gott.
Eine Frage. Ja. Klappt das? Ich weiß nicht, ob das mit dem Hai geht. Ich habe keine Ahnung. Du wirst es wahrscheinlich gleich rausfinden, ne? Jo, klappt! Klappt? Der greift nicht an! Ja! Klappt? Hallo! Aber der greift mich nicht an! Aber ist es da nicht zu easy? Weiß ich nicht. Ja, ich weiß auch nicht. Weil dann kann man ja quasi, auf den Inseln hast du ja Freifahrtschein dann quasi. Ja. You know? Weißt du, was ich meine? Ja. Ja, gut, aber ist egal. Ja, im Grunde genommen hast du ja schon recht, das ist richtig. Das ist doch wirklich egal. Ach so, und kann ich jetzt Eisen einschmelzen? Also Scraps einschmelzen, geht das? Das geht nicht. Das geht offenbar nicht. Sollte das gehen? Habe ich eigentlich gedacht. Stimmt, du hast eine Mod dabei gehabt, die das konnte, ne? Ja, aber irgendwie will er das wohl nicht. Oder das geht anders. Aber wie soll das ja anders? Thomas? Ach bitte, Tobi. Bitte. Ja, Entschuldigung. Bitte. Scharnier, Metallbarren. Ja, ich habe gedacht, wir können Schrott dann wieder zu Metallbarren schmelzen, aber irgendwie nagelmäßig Schrott. Dass das nicht von Haus aus geht, verstehe ich nicht, ne? Das wundert mich halt auch sehr. Ja, nee, das will nicht. Oder ich mach's falsch, kann natürlich auch sein. Aber, naja, schade. Schön wär's gewesen. So, 30 Tassen. Federn müssen wir noch irgendwo unterkriegen. Hier ist noch irgendwas. Hallo! Ah, hier, kleines Lager. Kommt auch weg. Wo waren die, Miss, wo waren die Federn? Das war der Wildschwein. Hier drüben. Kopf. Hier, aber... Was denn? Spaß. Was denn? Sehr voll. Ja, nee, ich hab nur ein paar gehabt. Ich will nur mein Inventar ein bisschen leer machen. Oh, ich muss gleich wieder was essen. Nein. Nein. So, was denn? Sachen. Erik, ganz viele Sachen. Alles klar. Sachen sind die besten Sachen. Ja. So, ich müsste oben auch noch weitermachen. Also plankentechnisch, das kostet ganz schön viel, ne? Ja, gut, ich weiß, ist halt auch groß, ne? Aber ja, muss halt. Hätte gedacht, das wird günstiger alles. So. Findet halt auch nicht immer so viele Planken, ne? Das sieht immer so viel aus, aber das ist gar nicht so viel. Vielleicht müssen wir doch... Aber das Holzhacken bringt nichts, hast du gesagt, ne? Nicht viel zumindest. Ja, das Holzhacken ist echt low. Okay. Ah gut, ich meine, wir kommen weiter. Aber es dauert halt trotzdem alles ganz schön lange. Was aber vielleicht auch okay ist. So. Also hier unten wird dann quasi Lagerraum, ne? Sehe ich richtig? Ja, würde ich auch sagen. Macht halt auch am meisten Sinn, weil hier unten kommen die Sachen halt auch an, ne? Genau. Kann man sie schon einlagern. Theoretisch kann man wirklich eine Doppelseite voll Netze machen, damit man irgendwie 20 pro Seite hat oder so. Ist, glaube ich, nicht das Dümmste. Sag mal, habe ich gerade wirklich alle Dingens verbraucht? Hier sind noch jede Menge drin, ich habe wieder nachgefüllt. Ach so, okay. Aber die waren gerade leer, ne? Die waren fast leer, ja. Krass. Die Mod ist cool, aber leider verleitet es sehr schnell dazu, alles zu verbrauchen. Ja. Ach, naja, gut, aber dafür haben wir es ja auch, ne? Ja, das stimmt schon. Muss ja weg. Eben. Wozu hat man es sonst? So ist es. Tobi, vergisst du manchmal vielleicht, das Salzwasser zu platzieren, oder habe ich das vergessen? Nee, ich habe eigentlich das letzte Mal hingemacht. Oh, ja, hi. Okay. Was? Okay, ich glaube einmal noch besser. Down. Oh, geil. Okay. Sachen. Was denn? Sachen sammeln.
Hm. Da drüben kommt ein Floß. Oh, nice. Wie einfach so einen fetten Fisch frisst. Man hat schon wieder so Hunger gehabt, der konnte sich schon wieder kaum bewegen, der Arme, ne? Ach ja, ist, man hat schon seine Mühe. Ja, ist schlimm, schlimm, wirklich. Ganz fürchterlich. So, pass auf. Diesen Wissenschaftstisch packe ich mal nach oben erstmal. Der kommt aber eh noch woanders hin, glaube ich. Der kommt irgendwann wahrscheinlich in die Kapitänskajüte oder was weiß ich. Ich kenne mich mit Schiffen halt auch nicht aus, ich weiß nicht, wie die so gebaut sind. Gibt es denn hier auch so ein, wie heißt denn das bei einem Schiff nochmal, so ein, das runde Dingen, womit man das Schiff steuert? Nennt man das nochmal? Lenkrad. Sportlenkrad. Verdammt, ich weiß, was du, wieso fällt mir das Wort gerade auch nicht ein? Ich habe keine Ahnung, das fällt mir gerade überhaupt nicht ein. Hä? Wieso fällt mir das Wort gerade nicht ein? Ich weiß genau, was du meinst. Wie heißt das Scheißding? Wieso komme ich denn jetzt nicht drauf? Hä? Steuerbord, Backbord waren die anderen, waren links, rechts, glaube ich, ne? Ja, doch, genau, das genau. Ist es nicht. Oder nennt man das einfach nur Steuer? Nee. Und das hat noch einen speziellen Namen und ich komme gerade auch nicht drauf. Hm. Naja, wir vergessen es mal einfach. Wir reden nicht drüber, Tobi. Ich erwarte auch nicht, dass da irgendwas in den Kommentaren steht, weil das schreibt ja eh keiner rein. Nee, auf keinen Fall. Als würde jemand was in die Kommentare schreiben, wenn jemand was besser weiß. Hä? Absurd. So. Okay. Ich würde gerne noch weiter probieren. Stabiles Holzdach. Man nennt das tatsächlich nur Steuerruder. Okay. Ich dachte, das hätte noch einen anderen Namen gehabt. Ich dachte auch. Ich bei Assassin's Creed wohl nicht aufgepasst. Das ist ja merkwürdig. Hä, wie soll das denn gehen? Traurig. Oh. Hä? Ach, okay. Ich bin voll. Okay, cool. Und schon wieder keine Bretter mehr. Hier sind neue drin. Guck mal, Tobi. Boah, hä, wie cool. Ne? Schiffe gehen nach unten. Judith. Die Schiffe gehen nach unten erstmal nach außen, ne? Ja, meistens, ne? Um die Wellen halt irgendwie zu brechen. Halt genau, genau, oder? Genau. Ja. Okay, cool. Das ist ja irgendwie nice. Das ist ja cool. Voll geil. Kann der Hai da überhaupt noch beißen dann? Ich weiß es, aber es wäre, also ich denke schon, weil sonst wäre das Spiel ja zu Ende eigentlich, weil da brauche ich ja gar nichts mehr machen. Also der Hai ist ja dann nutzlos eigentlich. Ich weiß nicht. Gut, ist er so halt auch schon, ne? Das weiß er halt nur nicht. Doch, der weiß das schon, der weiß das schon. Deswegen ist der auch so scheiße. Okay. Hä? Hier ist das Becken. Schon zu lange nicht mehr gespielt. So. Salzwasser rin. Ding, 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 Salzwasser rin. Dann müssten die Netze eigentlich, oder wir könnten jetzt zwei reinmachen. Hier noch eine Reihe hin, eventuell. Dann wird's ja auch passen. Netze sind leider teuer. Oh. Seile können wir uns leider nicht leisten. Nee. Mach da mal vorsichtig, bitte. Ich habe hier irgendwo Seile rein, muss mal gucken. In irgendeiner Kiste sind sau viele drin. Ja? Sag mal, ist das schon wieder heiß? Sag mal, das gibt's doch nicht! Ach, mein Speer ist weg. Ich wollte gerade mit einer Kartoffel kaputt machen. Ich würde gern wissen, wie das von außen aussieht. Schnapp dir doch so eine Heimmaske und schwimm mal ein Stück vor. Ja.
Vielleicht mache ich das mal. So, flup, 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 flup. Ach, da und da ziehe ich die an. Ja, okay. Hä, was denn? Nichts. So. Ein Heil! Nein! Nein! Hey, das war fetter als Dr. Best. Ich glaube, da ist mehr Fleisch dran. Ham, 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 ham! Ja, ich glaube, das Schiff wird sehr schiffig. Aber wenn es, also ich weiß, vielleicht war es Zufall, aber der ist nicht vorne an die Ecke gegangen, ne? Nee. Vielleicht geht er dahin, wo er am besten durchkommt. Kleine Missgeburt. Mm. So. Ich leg den Haikopf mal wieder ab. Ich fühle mich schlecht mit dem Haikopf. Ich würde ihn, glaube ich, nicht auf der Insel verwenden wollen, um Sachen zu ertauchen. Nee, nee, wir können, reicht ja, wenn wir den hier mal runtertauchen müssen oder so. Das passt ja schon. Ja, 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 ja. Weil sonst ist es irgendwie zu leicht, oder? Weiß ich nicht. Kann man so sehen und so sehen. Ja, eben. Jetzt jeder seine eigene Meinung vielleicht auch zu, ne? So. Die größte Frage ist, wie viele Etagen macht man denn da so? So bei 36 Minuten. Oh. Oh, Schrott. Okay, das muss ich austesten erstmal. Das muss ich austesten. Sieht momentan noch ein bisschen komisch aus, aber mal gucken, wie es am Ende aussieht. An die Netze kann ich keine Dinger machen, oder was? Achso, ich habe keine Nägel. Wie macht man den Nägel? Aus... Schrott wahrscheinlich, ne? Genau, genau, genau. Oh, okay. So, das würde ich gerne mal testen, wie das aussieht. So. Geht das hier? Das wird doch zu hoch. Gibt es da so halbhohe? Ach, gibt es tatsächlich. Junge, Junge, Junge. Wo sind die Bretter hin? Hast du gerade Bretter verwendet? Nee, ich habe Bretter reingetan in die Kiste. Ach so. Bin mal gespannt, wie das aussieht. Ja, aber mit den Dingern kann man halt schon echt so ein kleines Schiff bauen, ne? Das haut schon hin. Schon ja, geil. Genau, genau, genau. Ich habe leider keine Ahnung, wie man eins baut, aber ich würde es halt gerne probieren. Geil. Frische Ladung Bretter. Bretter. Boah, hier oben wird's aber richtig... Da oben wird's richtig gemütlich, da war richtig Platz. Aber es sieht halt so aus, wie es aussehen sollte eigentlich, oder? Das sieht sehr gut aus, glaube ich, ja. Oh ja, mit der Verbindung auch, cool. Ne? Perfekt. Das wird der Titanic, Erik. Wird noch ein bisschen dauern. Oh, was? Wir müssen es nach hinten hin. Der Heiland! Tobi, der Heiland ist da! Oh! Alter! Entschuldigung! Wie viele Stunden hast du verbracht, um irgendwelche Heilnamen zu sammeln? Ach, nicht wirklich lange. Okay. Hab mich aber ein bisschen amüsiert dabei. Oh, eine schlechte Sache hat das Ganze. Wir kommen nicht mehr so einfach an Salzwasser. Gut, da hätte ich jetzt gesagt, entweder machen wir hier in der Mitte irgendwo ein Brett raus, dann irgendwann mal. Oder halt, ja. Ja, ist glaube ich. Wir trinken halt nichts mehr. Okay. Gefällt mir sogar noch besser. Ja, haben wir den Stress halt auch nicht mehr dann, ne? Trinken ist eh des Satans. So.
Oh, Tobi, was haben wir uns denn angetan? Ich weiß nicht. War das eine gute Idee? Ach doch, das glaube ich schon. Oh nein, wir haben keinen Schrott mehr. Was? Wie kann das denn passieren? Nicht gerade noch eben welches? Doch, hier sind wir noch. Ja? 33 Stück. Hier hinten in der Kiste. Ach, hä? Okay, scheint manchmal ganz zu klappen, aber okay, gut. Vielleicht, weil ich gerade an der Kiste war? Ah, ja, das kann sein. Das kann sein. Außerdem müssen wir ja nächste Folge und so, ne? Ja, wär gut, glaube ich, ja. Ja, ich glaube auch. Doch. Wie das hier funktioniert, weiß ich noch nicht. Ja, muss ich mal gucken. Das wird ja alles sehr spannend. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich habe ein bisschen Angst. Oh, sieht aber schon sehr geil aus, muss ich sagen. Vielleicht, ja, kann aber sein, dass wir es verkacken. Also, aber schauen wir mal. Nee, Quatsch. Schauen wir mal. Das so, wird. Dann erstmal vielen Dank fürs Zuschauen, ne? Dann sehen wir uns nächste Folge wieder. Und ja, langsam wird aus dem Floß ja was Vernünftiges hier. Geil. Riesiger Dampfer. Ja. Bin mal gespannt, was noch alles kommt, ne? Wir müssen auch noch Sachen erforschen und so. Ja, ja. Also was ich mir wünschen würde, ist, dass wir dieses Schiff auf jeden Fall mit Schweröl betreiben und irgendwann einen Leck haben, damit das ganze Meer verseucht wird. Da würde ich mich echt freuen drüber. Das wäre toll, aber ich würde dann vielleicht statt einem Schweröl zwischendurch Rapsöl oder Salatöl benutzen. Ja, das ist auch eine gute Idee. Das ist günstiger halt, ne? Ja, da würde ich alle Läden leer kaufen, einfach damit wir unser Schiff damit betreiben können. Liebe geht raus an alle Dieselbesitzer, die das gerade tun. Fickt euch. So schön formuliert, Tobi. So schön formuliert. Ja gut, dann vielen Dank fürs Zuschauen, bis zur nächsten Folge und dann mal gucken, wie es weitergeht. Ja geil, bis zur nächsten Folge. Tschüss.